Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. So, in der letzten Folge haben wir ja doch das ein oder andere erlebt. Wir haben unter anderem unten in so einer Kammer die Stromversorgung wiederhergestellt, mussten dafür eine Kombination etwas stressig zusammensuchen. Und aus irgendeinem Grund konnten wir Ende letzter Folge den eingesammelten Molotov-Cocktail nicht werfen. Ich habe mich aber darüber informiert, warum das so ist. Denn man kann Molotov-Cocktails nur dann verwenden, wenn man ein Feuerzeug dabei hat. Und wir haben das Feuerzeug gegen die Taschenlampe ausgetauscht. Das heißt, für uns sind Molotov-Cocktails völlig nutzlos. Bisschen schade, aber auf der anderen Seite wiederum auch realistisch. Weil, wie will man den Molotov-Cocktail anzünden, wenn man kein Feuerzeug hat? Aber da hat Stumps den Entwickler für mich persönlich ein bisschen zu genau genommen. Es ist ein bisschen schade und Alter, ist das hier dunkel drin. Wir hatten ja noch die Chance, eine Kamera als Lichtquelle zu nehmen, aber das war ja ein bisschen blöde. Also nicht wundern, ich sehe hier selber gerade auch gar nichts. Okay, was ist das? Wer die Regeln bricht, fällt durch. Der ist durchgefallen. Ja, was zum Henker ist das? Wahrsager Bohrstuhl. Have you found your God? Hast du deinen Gott gefunden? Wir können den untersuchen. Wir untersuchen ihn natürlich. Okay. Dem Stuhl möchte ich jetzt nicht unbedingt draufhängen. Aber hier ist noch eine Fallakte. Also das Ding ist heavy. Hier ist noch eine Fallakte. Mehrere Rippenspreizen. Geht es um eine Behandlungsmethode, die offenbar allerdings schon ziemlich veraltet ist. Eine ziemlich veraltete Behandlungsmethode. Haben wir hier noch irgendwas außer unseren Turbostuhl hier? Okay, die können wir öffnen. War hier drüben nicht noch eine Tür? Hier war auch eine. Wir können beide öffnen. Machen erstmal die hier auf. Okay, da hinten ist ein Puzzlestück. Nein! Siehst du! Die. Das heißt, die andere Tür war optional. Wir haben jetzt also irgendwas liegen lassen. Verdammt! Wieso ist jetzt der komplette Hintergrundsound weg? Die komplette. Oh, shit! Shit, shit, shit! Diese verdammten Scherben, die liegen auch immer so, dass man da echt reinlaufen muss. So. Das ist ein bisschen schade mit der Hintergrundmusik manchmal. Sie ist teilweise ultra laut. Oder so wie jetzt gar nicht mehr vorhanden. Okay, hier ist ein Stromkreis. Wir brauchen also wieder einen Koppler. Power is a fickle thing. In these old asylums. Finden Sie das Grab und reaktivieren Sie die Stromversorgung, um das Tor zu öffnen. Kam ja auch dahin, was das mit Strom in alten Gebäuden ist, so eine Sache. Da hinten ist einer. Der hat sich gerade selbst gekillt. Achtung, Scherben. Scherben. Komm schon, Tab. Quetsch dich hier dran am Rand vorbei. Jawohl. Oh, da sind noch mehr. Der hat eine Kanone. Kann ich die mitnehmen? Revolver aufheben.
Oh, schön. Da fühlt sich dort Tepp gleich wieder, als wenn er im Dienst wäre. Okay, die Tür können wir öffnen. Da hinten ist was. Das könnte eine Jigsaw-Truhe sein. Was? Was zum... Was ist hier los? Ventil? Scheiße, was zum Henker ist das? Ein Koppler. Da ist nichts. Okay, wir können da was ausmachen. Oh, zerbrechliche Wand. Nein, ich habe den Revolver abgelegt. Quetsch dich doch durch, Tepp. Oh nein, Scherben sind natürlich auch noch. Wir sind fast tot. Alter, irgend so ein ultimatives Tötungsgas. Aber erstmal in Ruhe nochmal die Fallakte uns anschauen. Okay, die war jetzt nicht so wichtig. Wir sind fast tot. Dieses Gas ist ja ultra heftig. Ich muss meinen Revolver noch holen. Okay, da ist zu. Ich will meinen Revolver. Aber wir konnten es umgehen. Ich habe durch Zufall... Wirklich nur durch Zufall das Loch in der Wand gesehen. Ihr habt es ja auch gesehen. Gib mir den Revolver! Komm schon, quetsch dich durch! Alter, was für ein Hardcore-Gas hat den Jigsaw am Start. Okay, jetzt haben wir mal die Scherben mitgenommen. Aber wir haben den Koppler. Aber was sollen wir mit dem Ventil? Ich meine, da war so eine Ventilscheibe. Ich denke, damit hätten wir das Gas wohl abstellen können, aber brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen es ja gar nicht abstellen. Wir konnten ja einfach außen rum gehen. Ist ja was drin? Ammoniak komplett. Kommen wir da drüben rein. Kommen wir! Aber da war noch eine Falle. Noch ein bisschen Heilung hier irgendwo. Komplett. Hier ist nochmal eine Taschenlampe. Hatten wir doch schon. Geht hier auf? Ah, die können wir aufnageln. So. Ja, wollen wir mal gucken. Müsste so eigentlich passen. Der müsste so. Und der so. Okay. Was ist denn das? Skalpell. Ne, brauchen wir nicht. Wir haben eine Kanone. Ach so, eine Fallakte. Gebrauch von Schaufensterpuppen. Wurden als Partnerersatz bei einigen schwer gestörten Patienten verwendet. Hat aber nicht funktioniert. Sie wurden aber weiterhin verwendet. Okay. So, wir haben auf jeden Fall einen Koppler. Jetzt müssen wir bloß noch den Stromkasten dazu wiederfinden. Na, hier war er nicht. Wir laufen natürlich wieder in die Scherben rein. Macht uns so viel Spaß deswegen. Farbverdünner. Hier ist noch eine dieser Schaufensterfiguren. Mann, Schnitter, guck doch mal ein bisschen auf den Boden. Der wird so auch nicht so oft in die Scherbe laufen. Wo war denn der Raum mit dem Stromkasten jetzt? War der hier hinten? Vorsichtig. Schön auf die Scherben aufpassen. Hier war er. Okay. Ein Stromanschluss. Er müsste so hin, weil hier ist ein Dreier. Müsste der eigentlich nach oben. Der Dreier hier, das T-Stück müsste so. Jetzt müssen wir den aber nach oben drehen und dann haben wir es eigentlich.
You're in danger of becoming useful, Detective. Ah, wir werden so langsam nützlich. Wieso? Weil wir das Gebäude für dich wieder instand setzen, oder was? Kommen wir jetzt hier durch? Aha. Okay. Balancieren. So, Tab, jetzt bloß nicht runterfallen. Wir haben eben das Todesgas überlebt. Jetzt wirst du wohl noch so einen blöden Balanceakt hinbekommen. Ganz ruhig. Jo, läuft. Okay, draußen schneit's auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Turmwand. Da geht's nach unten. Sonst ist hier nichts. Wir müssen jetzt das Grab finden. Aber erstmal hören wir uns das Turmband an. People always think their actions affect no one else. But the life of your late father's family was scarred beyond repair, leaving empty husks of self-misery and neglect. While Detective Singh's wife's descent to the bottom was much shorter than yours, Detective, the blame remains the same. Es ändert nichts an unserer Schuld. Ja, das Grab finden. Und auf dem einen Monitor haben wir einen Grabstein gesehen. Da stand der Name von Detective Singh drauf. Kann das sein, dass wir seinen Grabstein finden müssen? Aber wir sind relativ gut vorbereitet. Wir haben eine Taschenlampe und wir haben eine Kanone. Irgendwo ist eine Tür zugegangen, oder? Auf? Na, eher zu. Oh, wir können raus. Da läuft wieder der Schrank über uns herum. Das scheint ziemlich riesig zu sein. Also Jigsaw selber wird es wohl nicht sein. Der ist ja jetzt nicht der kräftigste. Ja, finden wir überhaupt nichts. Da ist auch nichts. Oh, den können wir da auch machen. Sagen, öffnen wir mal schnell den Erste-Hilfe-Kasten. Ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Oh, konnten wir sogar noch gebrauchen. Todesgas sei Dank, haben wir ja doch ein paar Spritze uns reinballern müssen. Okay. Jo, Mann, du alter Barmixer! Chill daneben! Ich hab ne Kanone! Ist er down? Das Zielen geht allerdings unglaublich empfindlich. Eine kleine Berührung am Stick und der zielt gleich 30 Meter weit. Ich glaube, er ist down. Tab, du hältst die Kanone auch ein bisschen sehr eigenwillig, aber der Gegner war mit One Hit down. Auf jeden Fall sind wir schon mal draußen. Moment, Moment. Sehe ich da ein Draht? Ja, 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 da ist ein Draht. Man sieht den Draht nicht immer, man sieht aber diese Aufstelldinger hier ganz gut. Auch nicht immer, die hier standen echt mies. So. Da oben stand unser Barmixer mit seinen Motorcocktails. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. So, auf Anhieb nichts außer totale Dunkelheit. Okay, man muss also auch mit Tab relativ langsam gehen, wenn er die Taschenlampe hat. Er schwankt sonst so komisch mit der Lampe, dass man echt nichts sieht. Was haben wir denn hier noch? Schade, nicht der Klassiker mit dem Loot unter der Treppe. Ah, die können wir aufnageln. Das machen wir natürlich, wenn wir schon mal hier sind. Die passen ja eigentlich schon fast alle. Den nochmal rum und den nochmal rum. So, gib mir Loot. Die können wir öffnen. Die könnten wir aufnageln, aber wir haben keinen Nagel mehr. Okay. Ach, ein Waffenkasten. Brauche ich nun wirklich nicht. Und noch ein Nagel. Gut.
Falle aktivieren? Heißt das, wir können diese Türfallen wieder aktivieren? Kapiere ich das gerade richtig? Aber ist das mal besser, falls wir da nochmal durch müssen? Sagen wir, nageln erstmal diese Tür auf. So. So passt er schon mal nicht. Der ja. Aber der nicht. Da müssen wir ein bisschen den wollte ich haben. Die müssen wir anders drehen. Jetzt haben wir es. Okay, mit oder ohne Falle? Ohne. Diesmal ohne. Alles komplett. Wir finden mittlerweile so viel Zeug, aber wir brauchen es einfach nicht. Der Schweinebärmann hat einfach den Typen gekrallt, erwürgt und weggeworfen. Das kann nie im Leben Jigsaw selber sein, denn wie wir aus den Filmen ja wissen, Jigsaw hat keine Kraft, nur Hirn. Er ist eigentlich so ein bisschen wie Brain, nur ohne Kraft. Und er will halt die Weltherrschaft nicht an sich reißen, sondern einfach nur so ein bisschen vor sich hin morden. Da war noch eine Falle. Das heißt entsprechend, wir können nur hier oben lang. Haben nochmal eine Schrotflintenpatrone mitbekommen. Er hat nichts dabei. Wirft mit Motos nach uns, hat aber keinen Loot am Start. Denn ist es auch kein Wunder, dass wir dich erschießen mussten. Okay. Ich habe das Gefühl, die Räume werden irgendwie im Laufe der Zeit immer dunkler. Und natürlich liegen auch dann Scherben rum, wenn man eh nichts sieht. Schon ein bisschen mies gemacht. Ja, natürlich noch mehr. Wir sind wieder fast durch Scherben gestorben. Also Schnitter. Merkt ihr folgendes, ist der Raum ultra dunkel, liegen da auf jeden Fall Scherben rum. Sollte man sich merken. Was war denn das eben? Da hingen wir aber eben ganz komisch an der Ecke fest. Ah, hier könnte was sein. Ah, nichts. Ich glaube, wir haben bis jetzt den meisten Schaden durch Scherben erlitten. Nicht durch Gegner oder durch Fallen, aber hier ist eine Falle. Sondern wirklich durch Scherben. Die konnte man noch halbwegs gut sehen. Ja, schon mal so ein paar Langsbalken. Haben wir hier noch was Brauchbares? Komplett. Aber noch eine Fallakte. MK Ultra. Outlast des Grüßen. Da gab's das auch, MK Ultra. Aber ich glaube, bei Outlast war MK Ultra in einem anderen Zusammenhang als das hier. Hier geht's um LSD. Scheint LSD ein vielversprechendes Hypnotikum zu sein. Werden den Test bei John Doe-Patienten beginnen. Ja, John Doe sind immer Patienten, die eigentlich keinen Namen haben. Jemand, der völlig unbekannt ist und keinen Namen hat, der wird in Amerika einfach John Doe genannt. Wenn er männlich ist, bei weiblich Jane Doe. Aber das nochmal als kleine Bemerkung am Rande. So, der nächste ultra dunkle Raum. Erstmal schnell den Boden ableuchten. Wir vielleicht irgendwo Scherben haben, aber ich sehe keine. Ist einfach nur ein Schrank mit nichts drin. Okay. Also wir müssen jetzt wieder eine Runde balancieren und hoffentlich nicht dabei abstürzen. Da geht's ganz schön weit nach unten. Komm, Tap. Okay, erst drauf. Wow, 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 schwankt nicht so doll, schwankt nicht so doll, das war eng. Ich glaube, das war ultra knapp.
die Steuerung ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Immer noch. Ist von der anderen Seite verriegelt. Ihr toter Partner hat den Schlüssel. Das heißt, die Leiche von Detective Singh muss irgendwo hier sein. Und da wir ein Grab finden sollen, da kann man ja eins und eins im Endeffekt zusammenzählen. Keine Scherben. Wer... Was? Geh doch mal dahin, Tepp. Da hat's irgendwie einen in der Wand zerdrückt. Bisschen schlecht zu erkennen, aber man kann's ja ahnen. Scheint hier safe zu sein. Zedernstation da lang. Die können wir nicht aufnageln, denn wir haben keine Nägel. Sieht verdächtig aus. Da hinten könnten Scherben sein. Aber was es da hinten noch so alles gibt, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.